Hallo und herzlich willkommen bei der Headset Company. Mein Name ist Jens Bernhard. Heute möchte ich Ihnen einmal unser Tourguide-System vorstellen. Ein Tourguide-System ist ein schnurloses Audio-Kommunikationsprodukt, bei dem es darum geht, dass ein Tonsignal an mehrere Empfänger verteilt wird. Sowas nutzt man vor allem bei zum Beispiel Werksführungen. Ja, wenn Sie zum Beispiel einen Gruppenleiter haben, der eine Besuchergruppe von beliebig vielen Besuchern durch eine laute Umgebung führen möchte und möchte einfach sich nicht die Kehle aus dem Halse schreien, möchte, dass alle Leute aufmerksam sind, dann nutzt man so ein Tourguide-System. Das bedeutet, einer spricht und beliebig viele Leute hören zu. Werksführung wäre das eine Anwendungsgebiet. Es geht auch noch in die Richtung Dolmetscheranlagen oder Stadtrundfahrten, Museumsführung. Also überall dort, wo Sie ein Sprachsignal an mehrere Hörer verteilen möchten. Und das in sehr guter Audioqualität. So ein Führungssystem setzt sich in der kleinsten Version zusammen aus einem Sender. Das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Ein Sender ist praktisch so eine kleine Einheit. Ja? Das ist ein Sender, da sind hinten Akkus drin. Die Akkus liefern wir gleich mit. Und dazu gibt es einen Empfänger. Ja, also das wäre die kleinste Art und Weise, ein Tourguide-System zu betreiben. Die Anzahl der Empfänger ist dabei beliebig. Ja, Sie können Gruppen mit 50, 100, 200 Leuten damit versorgen. Die Anzahl der Sender ist dabei beschränkt auf maximal 8, wobei dort niemals zwei Sender auf einer und derselben Empfängergruppe sein können. Aber Sie können gerne, wenn Sie zum Beispiel eine Werksführung haben, die mehrsprachig ist, in Deutsch und Englisch, können Sie zwei Gruppen machen. Meinetwegen eine Gruppe mit 25 Leuten, das ist die deutsche Gruppe, und eine Gruppe mit 10 Leuten, das ist die englische Gruppe. Das ist überhaupt kein Problem. Also wie gesagt, das wäre die kleinste Ausrüstung. Ein Sender, ein Empfänger. Der Sender bekommt angeschlossen ein Mikrofon. Und das ist das Wichtige. Beim Mikrofon haben wir verschiedene Dinge zur Auswahl. Ich zoome das mal einmal ran. Dann schauen Sie mal. Das liefern wir standardmäßig mit. Das ist ein Krawattenmikrofon. Das heften Sie sich einfach hier vorne an den Hemdkragen heran. So, alternativ dazu haben wir auch noch ein leichtes Ohrbügelmikrofon. Das ist so die elegante Variante. Wenn Sie die Hände auch frei haben möchten, schauen Sie mal, man sieht das hier ganz leicht. Das ist wie im Fernsehen, ein leichtes, hautfarbenes Ohrbügelmikrofon. Oder was es noch gibt, das wäre unsere robuste Variante für den Tourguide. Das ist praktisch ein Nackenbügelmikrofon, was man sich um den Hals hängt, was man so hoch zum Mund ausrichtet. Sehr flexibel, ja, so sieht das Ganze dann aus. Ja, also das wären so die Varianten. Wir haben sogar auch noch Lösungen für den Einsatz im Lärm. Das heißt, wenn Sie Führung wirklich in extrem starken, lärmbelasteten Umgebungen machen und zum Beispiel Gehörschützer vonnöten sind, brauchen wir auch gerne Sonderanfertigungen. Können Sie auch gerne solche Lärmschutzkopfhörer bekommen mit so einem Mikrofon vorne dran. Das Ganze wird an den Sender adaptiert. Die andere Seite, das sind natürlich die Empfänger. Und die Empfänger sehen im Prinzip ähnlich aus. Ich zoome das nochmal ran. Die Empfänger sind schwarz, im Gegensatz zu den Sender waren silber. Und an den Empfängern wird natürlich kein Mikrofon angeschlossen, sondern ein Ohrhörer. Standardmäßig liefern wir mit einen kleinen Ohrhörer, den man sich einfach so übers Ohr ziehen kann. Schauen Sie mal her. Das Kabel ist natürlich jetzt noch eingerollt, aber so sieht das Ganze aus. Ja, mit so einem kleinen flexiblen Gummiband, dass es auch hinter jedem Ohr hängt. Diesen Ohrhörer liefern wir mit und der wird natürlich ganz einfach hier reingesteckt und schon läuft das Ganze. Auch bei den Ohrhörern haben Sie eine gewisse Auswahl. Auch da können wir Ohrhörer anbieten, die zum Beispiel beide Ohren bedecken, Ohrhörer, die auch die Ohren komplett einschließen, also als Lärmschutzkopfhörer. Das können wir ganz individuell gestalten. Die Reichweite von so einem Gerät, also die Reichweite zwischen Sender und Empfänger, liegt ungefähr bei 30 bis 40 Meter. Ja, das ist die Leistung, die so ein System abgibt. Es geht also wirklich darum, dass wenn Sie irgendwo eine Führung machen, eine Gruppe, die Sie hinter sich herziehen, die hinter Ihnen hergeht, die Ihre Führung begleitet, dass Sie die mit Ihrem Tonsignal beliefern können.
Die Empfänger sind ausgestattet mit einem Gürtelclip. Standardmäßig hier hinten dran ein Gürtelclip, das heißt, Sie können sich das Gerät einfach an den Gürtel klemmen. Nicht jeder hat natürlich einen Gürtel, gerade die Frauen, wenn die jetzt mit Kleid oder mit Ähnlichem an der Führung teilnehmen wollen, haben wir gerne auch so eine Umhängekordel. Ja, das heißt, man kann das ganze System als Hörer sich auch einfach, wenn man möchte, um den Hals hängen. Ja, das wäre auch kein Problem. Ja, diese Kordel bieten wir optional mit an. Ja, das System hat 8 verschiedene Kanäle. Ja, das heißt, Sie können auf 8 verschiedenen Frequenzen damit funken und sozusagen 8 verschiedene Gruppen damit bilden. Wie ich vorhin schon sagte, häufig kommt das vor, wenn Sie die Gruppen in Sprachen zum Beispiel unterteilen. Eine deutsche, englische, chinesische Gruppe, dafür eignet sich das Ganze. Und die ganzen Gruppen können auch parallel nebeneinander laufen. So ein System hat bei vollgeladenem Akku, ich sag mal, eine Leistung von ungefähr 2-3 Tagen. 2-3 Tagen wirklich, also 24 Stunden Dauerbetrieb. Das kommt natürlich nicht vor. In der Regel dauert so eine Führung vielleicht 1-2 Stunden. Aber nur, dass Sie wissen, dass es möglich ist, 2-3 Tage ist ungefähr die Lebenszeit der Akkus, wenn sie vollgeladen sind. Kommen wir gleich zu einem nächsten wichtigen Punkt, die Akkuladung. Wenn Sie regelmäßige Führungen haben, regelmäßig, damit meine ich einmal im Monat, das wäre schon regelmäßig, dann empfehlen wir den Einsatz eines sogenannten Ladekoffers. Ich werde Ihnen das Bild gleich mal einblenden. Der Ladekoffer ist eine große Aufbewahrungseinheit, in der Sie bis zu 36 Einheiten, egal ob Sender oder Empfänger, platzieren können. Und aus dem Ladekoffer kommt praktisch ein Kabel heraus. Und dieses Kabel stecken Sie einfach an die Stromdose an und dann werden die Geräte geladen. Ja? Das heißt, Sie müssen sich keine Gedanken machen, Sie müssen nicht den Azubi vorschicken und sagen, komm, prüf mal alle Batterien, prüf mal alle Akkus, ob die voll sind, morgen haben wir eine Führung. Nein, Sie stellen die Geräte alle in den Ladekoffer, sie sind gut aufbewahrt, sie sind geschützt und stecken diesen Ladekoffer einfach vor einer Führung an den Strom. Ungefähr nach 2-3 Stunden sollten die Akkus voll geladen sein. Ja, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Wünsche haben zu unserem Tourguide-System, rufen Sie uns an, mailen Sie uns. Preislich ist das Ganze recht individuell. So ein Empfänger liegt ungefähr bei 160 Euro, so ein Sender bei 130 Euro. Der Koffer ungefähr bei 840 Euro. Wir erstellen Ihnen gerne ein Komplettangebot, wenn es um größere Stückzahlen geht. Wichtig auch noch dabei, wir geben 3 Jahre Garantie auf die ganze Lösung. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.